Jetzt mit Pastor Joseph Prinz. Heilung ist ein Geschenk. Ich sagte, Heilung ist ein Geschenk. Aber wir wollen mal ein bisschen tiefer gehen. Einige von Ihnen sagen, ja, Pastor. Ich glaube, dass es ein Geschenk ist. Ich habe Sie schon länger über Gnade predigen hören, über unverdiente Gunst, über Gottes Gunst, die mir frei geschenkt wird. Und trotzdem herrscht Chaos in meinem Leben, Pastor. Nun, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Haben Sie immer noch oft Ihre Sünden vor Augen? Liegt Ihr Augenmerk auf Ihren Sünden? Wenn ja, dann empfangen Sie nicht wirklich die Gnade Gottes. Nachdem wir reingewaschen worden sind, sollten uns unsere Sünden nicht mehr belasten. Wenn wir immer noch an unsere Sünden denken, sagen wir damit, Jesus, du hast nicht die ganze Arbeit geleistet. Vater, du bist mit seinem Opfer nicht zufrieden. Ein perfektes Opfer muss Gott zufriedenstellen. Wenn jemand Ihnen etwas schuldet, wer muss dann zufriedengestellt werden? Sie, der dem etwas geschuldet wird, richtig? Sie müssen nicht Pastor Henry fragen, sind Sie damit zufrieden? Sie müssen nicht Pastor Prince fragen. Man fragt die Person, der etwas geschuldet wird, wenn man die Schulden begleicht, sind Sie zufrieden? Wer muss also zufriedengestellt werden? Gott, der Vater. Ist er zufrieden? Warum sind Sie es dann nicht? Warum sind Sie nicht zufrieden? Warum ruhen Sie nicht in dem, was Jesus für Sie geleistet hat? Sagen Sie, ein Opfer für unsere Sünden, das für immer gilt. Das steht in Hebräer. Noch einmal, ein Opfer für unsere Sünden, das für immer gilt. Jetzt sagen Sie, ein Opfer für unsere Krankheiten, das für immer gilt. Es ist dasselbe Opfer. Heilung ist also ein Geschenk. Es ist eine heilende Gnade. Ich habe einen Impuls, den ich nicht abschütteln kann. Und zwar sind einige von Ihnen in letzter Zeit vom Teufel angegriffen worden. Ihnen ist tagsüber manchmal schwindelig geworden. Und jetzt sind Sie von der Angst ergriffen, dass es etwas Ernsthafteres sein könnte. Sie haben diese Schwindelgefühle tagsüber. So leichte Schwindelgefühle oder Schwindelanfälle. Das ist ein Angriff vom Feind, ein Geist. Und wir wollen diesem Geist Einhalt gebieten. Wenn das auf Sie zutrifft, stehen Sie auf. Es gibt eine ganze Reihe von Ihnen. Wenn Sie aufstehen, werden Sie Befreiung erleben. Sie haben in letzter Zeit Schwindelgefühle und machen sich Sorgen. Stehen Sie auf. Danke, Herr. Vater, im Namen von Jesus, verherrliche einmal mehr deinen Sohn Jesus. Danke, Herr. Es gibt viele körperliche Leiden, bei denen ich mich nicht gegen Geister wende, weil es etwas rein Körperliches ist. So etwas heilt der Herr einfach. Man muss sich nur gegen die Krankheit wenden. Aber manchmal muss man sich gegen Geister wenden, die dahinterstehen. Dieser Geist treibt sein Unwesen. Es ist die Macht des Feindes, die ihnen das Gefühl gibt, sie würden alt werden. Etwas stimme mit ihnen nicht, etwas stimme nicht mit ihrem Gehirn. Aber ich bin hier, um ihnen zu sagen, das ist das Werk des Bösen. Schenken Sie dem keinen Glauben. Es ist alles in Ordnung. In diesem Sinne wende ich mich jetzt im Namen von Jesus gegen diesen bösen Geist, der Ihnen Schwindelgefühle gibt. Ich befehle diesem Geist im Namen des Herrn Jesus, ich befehle ihm, seine Macht über ihr Leben zurückzuziehen. Zurück in die Tiefen im Namen von Jesus Christus. Seien Sie frei im Namen von Jesus. Seien Sie frei von dieser Knechtschaft im Namen von Jesus. Ich will auch ein kreatives Wunder für Ihr Gehirn befehlen. Wenn Sie das wollen, dann stehen Sie ebenfalls auf. Wenn Sie wollen, dass Ihr Gedächtnisvermögen wiederbelebt wird. Sie haben Angst. Ja, Angst vor Demenz. Warum? Wow, jetzt stehen aber viele auf. Okay, Sie wollen die Gelegenheit nutzen. Amen. Ja, Pastor Lawrence freut sich, dass er jetzt endlich auch aufstehen kann. Er hat schon darauf gewartet.
Das letzte Mal, als der Herr mir so etwas gesagt hat, war das in der Gemeinde von Joel Osteen. Eine Reihe Leute stand auf. Und da war so eine Salbung, die freigesetzt wurde. Bei vielen von ihnen gibt es überhaupt keinen Grund zur Sorge. Sie vergessen manchmal ein paar Dinge, sie vergessen einige Namen und dergleichen. Das ist ganz normal. Aber einige von ihnen haben wirklich Angst, dass sie dement werden. Ich sage Ihnen im Namen von Jesus, es gibt einen Geist. Es gibt einen Geist, der Ihnen sagt, dass Sie alt werden und Ihren Verstand verlieren werden. Nein, Gott hat Ihnen keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der... Was noch? Rufen Sie es alle zusammen mit Pastor Lawrence. Der Besonnenheit eines gesunden Verstandes. Preis den Herrn. Vater, wir danken dir. Herr, du bist ein Gott, der im Zeitlosen lebt. Wir danken dir, Vater Gott, ganz gleich, was wir in unseren Genen körperlich von unseren Eltern geerbt haben, von unseren Vorfahren, bis zum ersten Adam. Wir danken dir, dass wir dem nicht mehr ausgeliefert sind. Wir danken dir, dass jeder Fluch, jeder generationsübergreifende Fluch durch das Blut von Jesus vernichtet worden ist. Wir gehören dem zweiten Adam. Wir danken dir, Vater Gott. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also stellen wir uns gegen diese Lüge im Namen von Jesus. Du böser Geist, lügst uns an. Wir befehlen dir, uns freizulassen. Lass uns los im Namen des Herrn Jesus Christus. Sagen Sie, durch meine Worte soll sich ein Wunder in meinem Erinnerungsvermögen ereignen. In all meinen Geisteskräften. Ich spreche meinem Gehirn Erneuerung zu. Im Namen von Jesus. Junge Leute! Junge Leute, rufen Sie! Junge Leute, rufen Sie! Wenn Sie jung sind, junge Leute! Halleluja! Sie dürfen sich setzen. Preis den Herrn, preis den Herrn, preis den Herrn. Darum geht es bei unserem Begegnungsabend. Amen. Amen. Also, jetzt bleiben mir noch 5 Minuten, um das Wort Gottes zu predigen. Wir wollen folgenden Vers lesen. Schauen Sie her, aus der Neues Leben Bibel. Für diese Geschichte passt diese Bibelübersetzung gut. 2. Könige 1. Das wird heute eine ganz kurze Predigt. Ich will Ihnen nur einen kurzen Impuls von Gottes Wort mit auf den Weg geben. Als die Boten zum König zurückkehrten, fragte er sie, warum seid ihr so schnell wieder zurück? Der König hier ist der König von Israel, nicht der König von Juda. Oft sind die Könige von Juda diejenigen, die Gott anbeten. Und die Könige von Israel beten Baal oder andere Götzen an. So betete auch dieser König von Israel Götzen an. Okay, Baal, Ekron. Nun war dieser König durch das Gitter in einem seiner oberen Gemächer gefallen und hatte sich verletzt. Daraufhin hatte er einen Boten ausgesandt, um Baal zu fragen, ob er wieder gesund werden würde. Auf dem Weg dorthin traf der Bote auf Elia. Oder besser gesagt, Elia fing den Boten ab und Elia fragte ihn, so spricht der Herr, gibt es denn keinen Gott in Israel? Warum musst du die Götter von Samaria befragen? Deshalb spricht der Herr zu deinem König, du wirst von deinem Bett nicht mehr aufstehen, sondern sterben. Also kehrte der Bote zum König zurück und von da an will ich die Geschichte lesen. Der König fragte, warum seid ihr so schnell wieder zurück? Sie antworteten, ein Mann kam uns entgegen und befahl uns, kehrt zum König zurück und sagt ihm, so spricht der Herr. Warum wollt ihr Baal-Zebub befragen? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Deshalb wirst du dich von dem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Was war das für ein Mann, der unterwegs mit euch gesprochen hat? Fragte der König. Sie antworteten, er trug einen Mantel aus Fell. So wie Pastor Matthews. Und hatte einen Ledergürtel um die Hüften. Das war Elia aus Tischbe, rief der König.
Er kannte also Elia und er schickte einen Hauptmann mit seiner Truppe von 50 Mann zu ihm. Der stieg hinauf und fand Elia auf einem Hügel sitzend. Er sagte zu ihm: Mann Gottes, der König befiehlt dir, komm schnell hinunter. Doch Elia entgegnete dem Hauptmann: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Da kam Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Sie wurden gefeuert. Daraufhin schickte der König einen zweiten Hauptmann mit 50 Mann. Auch dieser sagte zu Elia: Mann Gottes, der König befiehlt dir, komm augenblicklich hinunter. Elia antwortete ihnen: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Und wieder kam das Feuer Gottes vom Himmel und verbrannte sie alle. Da schickte der König einen dritten Hauptmann mit 50 Mann. Doch dieser Hauptmann kam hinauf zu Elia, sank vor ihm auf die Knie und bat ihn: Mann Gottes, verschone mein Leben und das Leben deiner 50 Knechte. Das ist Weisheit. Sieh, das Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat bereits die beiden anderen samt ihren Leuten verbrannt. Doch bitte verschone nun mein Leben. Da sagte der Engel zu Elia: Hab keine Angst, geh mit ihm. Und Elia stand auf und ging mit ihm zum König. Jetzt wollen wir das mit Lukas 9 im Neuen Testament vergleichen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Dieselbe Stadt, von wo aus der böse König von Israel geherrscht hatte. Derselbe Ort. Jesus kam dort nach Samarien. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Die Samaritaner waren auf Jerusalem nicht gut zu sprechen, weil sie Samarien für das Zentrum hielten, wo Gott angebetet werden sollte. Da Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht willkommen heißen. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Stimmt das? Wir haben es gerade gelesen. Hat Elia das getan? Ja, das hat er. Frage: Wie viele Menschen sind dabei umgekommen? Zwei Gruppen von jeweils 50, richtig? Wann immer wir das Alte Testament lesen, müssen wir daran denken, dass es das Alte Testament ist. Es gibt Leute, die sagen: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist es, was Christen lehren. Nein, das lehren wir nicht. Wir lehren: Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Einige werfen uns vor, dass wir für Sklaverei seien. Nein, sie ziehen diese Beispiele aus dem Alten Testament, als die Menschen noch unter dem Fluch standen. Wir sind nicht unter dem alten Bund, wir sind unter dem neuen Bund. Wann immer Sie eine Predigt hören, wann immer Sie eine Prophetie hören, wann immer Sie eine Lehre hören, die Ihnen einreden will, dass Gott Sie als Gläubigen richten wird, das kommt nicht von Gott. Das kommt nicht von Gott. Wie antwortete Jesus seinen Jüngern, als sie ihn fragten: Sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen wie Elia? Da drehte sich Jesus um und wies sie zurecht. Er sagte: Wisst ihr nicht, welches Geistes ihr seid? Und das, obwohl sie ein biblisches Vorbild hatten. Sie konnten auf das Alte Testament verweisen und sagen: Das ist von Gott. Und es ist ja auch wirklich von Gott. Damals kam es von Gott. Zu dem Zeitpunkt war es das Richtige. Es gab Gericht und in vielen Fällen sofortiges Gericht. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass böse Menschen heute weiter böse sein dürfen? Gott lässt es zu. Wissen Sie warum? Weil Gott nicht möchte, dass jemand verloren geht. Wir sollen seine Langmut nicht verachten. Denn es ist seine Güte, die Menschen zur Umkehr bewegt. Woran leidet die Welt heute? Sie leidet an einem Mangel guter Nachrichten. Es gibt heutzutage Christen, die immer noch denken, dass Gott uns richtet. Gott richtet, Gott richtet. Das sagen sie dann unweigerlich auch. Wir verlieren eine Generation, die denkt, dass es uns nur um Moral geht. Nein, hören Sie zu. Ja, ich glaube an vorbildliche Moral, aber Moral ist eine Frucht. Gnade ist die Wurzel. Die Welt hat die Gnade Gottes nicht gehört. Sie weiß, wogegen wir sind, was wir beklagen, was wir anprangern. Vor einigen Jahren führte die Barna Group, die Statistiken erstellt, eine Umfrage durch.
1996 fragte sie Menschen in den USA, ob sie eine positive Meinung vom Christentum hätten. Ungefähr 86% sagten, sie hätten einen positiven Eindruck vom Christentum. 13 Jahre später, 2009, führte die Barna Group die gleiche Umfrage nochmal durch. Und diesmal hatten nur ungefähr 16% Außenstehender eine positive Meinung vom Christentum. Wissen Sie warum? Weil Christen den Sündern Moral gepredigt haben. Gute Werke. Probleme. Hören Sie zu, diese Dinge sind durchaus wichtig. Ich will unterstreichen, dass ich an hohe Moral glaube. Nicht nur an Moral, sondern hohe Moral. Moral, die vorbildlich ist, die himmlisch ist, durch die man Gott alle Ehre macht. Aber das ist nicht die richtige Predigt für die Welt. Die Welt muss hören, dass Gott sie liebt, dass Gott an einer Beziehung interessiert ist. Jesus hielt der ehebrecherischen Samariterin keine Moralpredigt. Jesus hielt ihr nicht vor, dass sie eine Sünderin war. Jesus schaute über ihre Unmoral hinaus, hin zu ihrem durstigen Herzen. Genauso sollten auch wir die Menschen in der Gesellschaft sehen, statt sie zu verurteilen und zu sagen, oh, die sind so unverschämt mit ihrer Sünde. Statt sie zu verachten, sollten wir lieber ihren Durst sehen. Jesus sprach mit der Frau über ihren Durst. Er stritt nicht mit ihr. Sie sagte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum redest du überhaupt mit mir? Wie wir eben gesagt haben, Juden und Samariter wollten nichts miteinander zu tun haben. Aber Jesus ignorierte das alles. Er sagte, Frau, wenn du wüsstest, wer gerade mit dir spricht, würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es gibt so viele Probleme, über die wir reden könnten. Der Zustand der Welt kann uns leicht zu Moralpredigern machen. Wir müssen uns gegen dieses aussprechen, gegen jenes. Die Welt hält uns für Leute, die immer nur gegen etwas sind. Sie wissen nicht, wofür wir sind. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, Jesus möchte eine Beziehung. Und wissen Sie was? Blieb diese Frau unmoralisch? Ich fragte, blieb die Frau unmoralisch? Nein, sie wurde zu einer Evangelistin. Richtig? Sie machte sich auf und erzählte der ganzen Stadt von Jesus. So sehr, dass sie Jesus einluden. Drängte Jesus sich der Stadt auf? Nein, wir haben das Evangelium vergessen. Wir haben vergessen, was die gute Nachricht ist. Hier sind Sie in einer guten Gemeinde. Sie müssen sich für diese Gemeinde nicht entschuldigen. Sie müssen sich von niemandem einreden lassen, dass wir hier Gottes Botschaft verwässern. Im Gegenteil, wir sind Hals über Kopf im Fluss dessen, was Gott in dieser Endzeiterweckung tut. Danke, Herr. Geben Sie Gott das Lob und die Ehre. Noch ein letzter Vers, Johannes 5. Den können Sie sich irgendwo in die Tasche stecken. Wenn Sie dann eine Predigt oder eine Prophetie oder eine Lehre hören oder jemand Ihnen einen Rat erteilt, können Sie den Vers aus der Tasche ziehen und damit vergleichen. Schauen Sie sich den Vers an. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das Wort für Gericht hier ist Krisis, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Warum zitiere ich diesen Vers? Weil Menschen bei Bibelstellen wie Hebräer 10 Angst bekommen, wo steht, wenn wir mutwillig sündigen, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts. Menschen beziehen es auf Christen, aber das Wort ist das gleiche wie in Johannes, Krisis. Es kann sich also nicht auf Gläubige beziehen, denn hier steht ja, wer an Jesus glaubt, der wird der Krisis nicht ausgeliefert. Und in Hebräer 10 steht, wenn Menschen mutwillig sündigen, bleibt ihnen nur noch ein schreckliches Erwarten des Gerichts. Das bezieht sich nicht auf Gläubige. Es bezog sich auf diejenigen der Juden, die, nachdem sie die Wahrheit erkannt hatten, Jesus und seinem vollendeten Werk den Rücken zugekehrt hatten, seiner Gnade. Und deshalb steht da, sie hatten den Geist der Gnade verschmäht. Wollen Sie über Gericht reden? Wollen Sie mir was vom Gericht erzählen? Am härtesten wird im Neuen Testament mit Menschen ins Gericht gegangen, die sich der Gnade widersetzen. Menschen, die die Gnade behindern wollen.
Der Apostel der Gnade sprach einen doppelten Fluch, ein doppeltes Anathema über jeden aus, der ein anderes Evangelium verkündet als das Evangelium der Gnade. Gott sei Dank für Gnade. Hat sie das gesegnet? Stehen wir alle auf, preist den Herrn. Jesus gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Viele von Ihnen sind geheilt worden, wissen es nur noch nicht. In den kommenden Tagen werden Sie feststellen, dass die Symptome verschwunden sind. Oder der Arzt bescheinigt Ihnen eine ausgezeichnete Gesundheit. Dann schreiben Sie uns bitte, ja? Ein einziger Lebensbericht kann 5, 10 weitere Lebensberichte auslösen. 10 Lebensberichte lösen 50 Lebensberichte aus. 50 lösen 1000 aus. Gott möchte, dass wir seine Zeugen sind. Die Kraft, die er uns gibt, ist die Kraft, Zeugen zu sein.